Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Ultimate General Civil War. Willkommen zur Overland-Kampagne. Das ist eigentlich ein recht neues Update mit einer neuen Karte Cold Harbor und drei Vorschlachten. Also was heißt neue Karte, sondern eine neue große Schlacht. Wir haben zuletzt Chickamauga absolviert. Ich habe nichts sonst gemacht, außer mein Regiment wieder aufgefüllt. Mein Chor, das zweite Chor ist noch nicht ganz aufgefüllt, obwohl ich noch Geld und Rekruten übrig habe. Aber das machen wir ein andermal, ja? War sehr hart, die Schlacht. Ich bin froh, dass ich wieder alles so grob auffüllen konnte und wir uns jetzt in die nächste Schlacht werfen können. Und zwar heute Mansfield. Los geht's. Ich habe die schon mal ausprobiert, ja? Und die ist echt übel im Sinne von Waldkampf. Schon wieder, ja? Aber man muss erst in den Wald kommen. Das ist das Problem. So. General, the Federal Vanguard has been informed about our stand, and it's taking defensive positions in these woods, near Chapman's Farm. They will currently try to hold until the rest of their army arrives. We expect more brigades to arrive, but if we wait too long, the Yankees will have time to deploy their Royal Army. And then they will greatly outnumber us. You have to attack now. Das Ding ist, die werden uns jetzt schon outnumbern. Ja, die haben jetzt schon so viele Einheiten. Mehr, denn je, um es genau zu sagen. If you crush the Vanguard and occupy the woods, it will be easier to fight the Federal Army, defeating it in detail as it arrives on the battlefield. Okay, das Ding ist, die stehen hier in den Wäldern mit so 1700er Brigaden. Das Ding ist, Frontalangreifen ist innerhalb von kürzester Zeit für den Arsch und man ist total zusammengeschossen. Deswegen gibt es nur zwei Methoden. Einmal, wir schicken hier welche rein, damit die schon mal im Wald stehen, und den Rest schicken wir oben in den Wald und drücken dann runter. Alles andere wäre dämlich und funktioniert nicht. Ja, man kann nicht aus der Wiese reinchargen, da steht über Artillerie, ja, sobald man im Nahkampf ist, wird man einfach zusammengewichst. Super zum Kotzen, deswegen gehen wir oben rum rein. Und unten lang vielleicht auch. Oder vielleicht nur oben, ja? Könnte auch funktionieren. Egal, erstmal aufstellen. Kanonen würde ich gerne mitnehmen, weil wir die dann nachher brauchen, wenn wir den Wald eingenommen haben. Kavallerie weiß ich nicht. Wir stellen erstmal Infanterie auf. Erste Division. Oh, wir gehen hier oben lang natürlich. 1, 2, 3, 4. Skirmisher, weiß ich nicht. Im Wald. Eventuell. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal Trandos mit. Dann zweite Division Infanteristen. Sehr gut. Kavallerie vielleicht. Ja, komm, das machen wir, oder? Nee, eine. Killian, für Notfall, man weiß ja nie. Kavallerie. Ich glaube, an Infanterie ist das genug. Wir müssen nur diesen Wald halten. Ja, das wäre schon fast genug. Nehmen wir ein bisschen Kanonen mit. Falls wir den Wald einnehmen, dass wir die auch gut platzieren können. So. So, ich glaube, mehr Kanonen habe ich gar nicht hier. Walter Chor. Ne, nehmen wir noch ein bisschen Infanterie mit. So. Start Battle. Habe ich Aldemar mitgenommen? Oh, Gott sei Dank. So. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Oh, das funktioniert so nicht. So. Tschuck. 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 So, hier gibt es noch ein paar Skirmisher im Feld. So, ich sag ja immer, wenn ich es schon mal gespielt habe. Oder wenn es Kaltstadt ist. So. Ich hatte so viele Verluste, gerade am Anfang, als ich das erstmal gespielt habe, wie nach Chickamauga oder so. Ja, es war schon echt übel. Oh Mann, ey, Waldkämpfe. Es ist halt ein bisschen schade. Ja, daran arbeiten die auch noch, an diesem Balancing. Man gewinnt jede Schlacht nacheinander, ja? Und dann sind die halt immer noch stärker als man selbst. Okay, ne, zum Kräfteverhältnis, um das Spiel irgendwie zu einfach zu machen und so, kann ich es verstehen. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Irgendwie bessere Auswirkungen wären schon cool. Ja, wenn man das Spiel halt direkt gewinnt am Anfang. Okay, dann ist das halt so. Da muss man halt schwerer spielen und nicht andauernd laden, um die Schlacht zu gewinnen. Sondern es hinnehmen, wie es ist. Wäre cool, wenn es so einen Survival-Mode geben würde, wo jede Schlacht autosaved wird. Ja? Höchstens ein Alt-Tab und Alt-F4 würde das verhindern, dass die Schlacht nicht neu gestartet wird oder gespeichert wird. Wisst ihr, was ich meine? Also man startet eine Schlacht und man kann auch nicht Neustart oder so drücken, ja? Man muss die dann spielen. Dauert halt zwar eine Stunde oder so. Speichern geht, aber man kann nur Continue drücken, ja? Nicht laden. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man aus dem Spiel rausgeht, kann man nur von da weiterspielen. Das wäre halt cool. Da muss man halt alles so hinnehmen, wie es kommt. Aber wenn das halt so ein bisschen verbuggt ist, weiß man auch nicht.
Ah, ist kompliziert. Ich bin kein Developer. Ich muss mir darüber keine Gedanken machen. So, wir müssen oben rumgehen. Hoffentlich reicht das schon. Die stehen bis hierhin, glaube ich. So, gehen wir mal in den Wald. Wir könnten irgendwie gucken gehen. Ich weiß es nicht. Können wir mal mit der Killian-Kavallerie schauen gehen? Dann stellen wir uns hier komplett hin und dann moven wir nach unten. Und drücken die wie so eine Ketchup-Tube aus. Aus dem Wald. Hab ich das schon ein paar Mal gesagt, oder? So wie Ketchup-Tuben. Bin mir nicht sicher. So, Kanonen. Können wir auch erstmal hier stehen lassen. Gucken, wo die hinschießen. Wer greift mich an? Ich sehe nichts. Skirmisher. Holen wir uns. Ich höre noch mehr Kavallerie. Das sind aber nicht meine. Ich will jetzt nicht chargen. Ah, Kavallerie ist in Wäldern einfach nicht mehr so effektiv. Hoffentlich kommen jetzt hier keine... Warte mal, ich brauche Skirmisher selber. Zum Schutz meiner Artillerie. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Guck mal. Carry und, Carry. Als Dixie Boys. Doch, da, ich wusste es. Was haben die denn da wieder für Scharfschützengewehre? Mach die erstmal weg. Oh, 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 oh. So, kommen wir doch wieder raus. Wir gehen hier auf Jagd. So, sehr schön. Hervorragend. Oh, Alter, L60 Boys. Wir haben jetzt schon den Offizier verloren. Okay, runter da. Ist in den Wald, in den Wald. Oh. Wird immer schlimmer. Okay. Das kann dauern, ey. Wir haben nur 2:42 Zeit. Jemine. Jemine! Oh Gott! Schießen wir mit so Pornogewehren. Bleibt meine Kavallerie. Runter da jetzt. Hallo, ihr sollt da hingehen jetzt. Oh je. Carry-Infanterie, 170 Tote. Nach der Niederlage von Chickamauga hat die Union zusätzliche Waffen erhalten. Hä? Und Rückhalt in der Bevölkerung für neue Rekruten. Na 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 na. Los geht's. So, jetzt aber runter da, Leute.
So, jetzt kriegen wir mal Verluste. Dankeschön. The rest of our troops arrived. Was? Echt? Cool. Das ist ja voll Knorke. Cool. Ah, da können wir so ein bisschen frontal dran gehen. Brauchen auf jeden Fall ihn hier da. Und Shizu. Oh, das war unsere Kavallerie jetzt. Achtung. Und guck mal, das meine ich. Man geht in die Nähe des Waldes. Guck mal, wie viele 1700er Truppen. Ja, das ist schon... Ach Gott. Ja, Kerry, Skirmishers. Wie lange braucht ihr noch? Presst sie aus. Schön ran da, schön ran da. So. Chickamauga 2.0 hier. So, jetzt pressen wir die raus. Ah, 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 ah. Arschgeigen. Da müssen wir jetzt mal angreifen. Jetzt kriegen wir die da einfach nicht zeitig raus. So, jetzt können wir die Pöpöde rauskicken. Verstärkung naht. Und halt. Das soll jetzt angeblich ja funktionieren, aber es geht immer noch nicht. Halt! Nicht mehr angreifen. Es funktioniert immer noch nicht. Aber sie schießen aus irgendeinem Grund. So. Oh, da kommen sie schon. So. Ha! Oh je, yeah, das ist wieder eine knappe Kiste hier. So. Zusammenwichsen. So. Nein, ihr müsst da drauf schießen. Prioritäten, Jungs. Prioritäten. Okay, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ah, diese
diese scheiß Kanonen, ey. Kackkanonen! Ah, hier stehen ist sinnlos. Es ist so sinnlos. Probier was aus. Okay. Ich muss mich beeilen. Ah, endlich. Okay, gut. Grauwolf. Draw, okay. Lass Mutig, schieß da drauf. Was ein Heckmeck. Aber hey, das läuft eigentlich ganz gut, so ist nicht. So, drehen wir uns mal kurz um. Oh ne, halt, wir drehen uns nicht um. Wir bleiben hier stehen, Entschuldigung. Oh toll, scheiße, das ist natürlich richtig kacke. Okay. Oh, hier habe ich verloren. Toll. Aber ich habe den ihre Formation aufgebrochen. Nicht umdrehen. Wir sind da weiter runter, ey. Tolle Vorschlacht. Mann, ey, die Vorschlachten von den Konföderierten sind immer so blutig. Und bei der Union ist das so ein Kinderspiel. So ein Piece of Cake. Aber hier ist das mal voll die Geburt. Komm jetzt raus mit denen. Zurück. Schon genug Verluste wieder erlitten. Heidewitzka. Komm jetzt den dann noch. Komm schon. Raus mit dem. Das ist nicht weird flanked. Ist mal angekratzt flanked. Ich habe jetzt keine Zeit für Skirmisher oder so. Wo wollen die hin? Da ist doch gar nichts. Meine Kanonen sind da. Alles ist gut. Schnauz voll. So. Ja, bei Schmidt. Oh Mann, das war wieder teuer, ey. Den aufzufüllen. Halt! Alter! Halt, ein bisschen anders hinstellen.
So, jetzt haben wir den Spieß umgedreht. Jeden Moment. Na, no, warte. Ah, egal, ich kann auch die oben stehen lassen. Oh, guck mal hier, Gottling. Sehr schön. Die wollen auch gar nicht mehr angreifen. Ja, Hauptsache ich muss angreifen. Nicht genug Deckung hier. Ein bisschen weiter zurück in den Wald. Aber nicht dahin. Oh Mann, ey. Ja, dann lass sie jetzt in den Rücken schießen, weil du so doof bist. Sehr schön, weg damit. Ja, genau, Flynn. Greif an! Und rennt raus, lasst euch zusammenschießen. Was ist eigentlich mit Al's Dixie Boys los? Verlieren immer noch. So, hier wird wenigstens gut ausgeteilt. Okay. Auf ins Feld. Ob das irgendwas bringt, weiß ich nicht. Es ist immer noch viel zu wenig Schaden, finde ich. Gegen Artilleristen. Die retreaten. Killian zieht sich zurück. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt sich auflöst. Ah, die haben aber viel Deckung da. Ah, die schießen wenigstens nicht. Ja, die lösen sich auf. Dann weiter. Ich hatte auch schon mal bessere Momente. Okay. So, ein bisschen nach vorne. Mal da reinschießen. Also eigentlich den Wald anzugreifen ist hohl. Oh nein, 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 falscher Knopf. Ja, schade. KI greift nicht an. Das war ja eigentlich die Intention, dass sie das machen, aber tun sie nicht. Ja, da müssen wir jetzt hier warten. Schade. Vielleicht sind sie auch verwirrt. Kann ja auch sein. Gleich ist es vorbei. Oh Mann, ey, das ärgert mich ein bisschen. Wir haben schon echt Verluste eingefahren. Na gut. Wir haben Dixie Boys.
Die schießen besser, ne? Die sind wahrscheinlich auch ausgestattet mit was weiß ich für Gewehren. Achtung! Ah, geht so. Schießen! Ah, Victory! Wir haben 6200 Einheiten verloren, ey. Keine gute Schlacht. Ich hasse Waldkämpfe. Glaze Cake, 600 Verluste, 600, 600, 500, 400, 400, irgendwas. Gut, captured. Das sieht gut aus, M1863er. Damit können wir nämlich einiges wieder auffüllen. Naja, wie auch immer. Gut, Leute. Ich werde jetzt gucken, was ich noch aus den Überresten zaubern kann. Wir haben 3800 Rekruten. Jetzt haben wir wieder 8000. Ich glaube, wir haben Verluste eingefahren. Wir werden sehen. So, ich bin momentan Punkte am Spenden auf Economy. Wir haben Medicine voll. Wir haben Politics voll. Wir haben Organisation, brauchen wir nicht mehr. Training haben wir fast voll. Brauchen wir auch nicht mehr. Logistics 7, das reicht. Wir konnten es in 2, hätte ich niemals spenden sollen. Also gehen wir auf Economy. Geld einsparen. Die nächste Schlacht, die wir führen, ist dann Saunders Farm. Okay, Leute, also bis dahin, haut rein. Ich werde jetzt hier erstmal Verluste ausgleichen. Rührenmänner.